Morgulis, Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu Conan Exiles. Ich fand dieses Bild einfach lustig, was ihr hier gerade seht. Ich habe mal umgebaut und ich werde euch viele sinnlose Dinge zeigen, die mir früher gar nicht bewusst waren. Zudem gehen wir heute mal unseren ersten Thrall suchen und wir brauchen mal irgendwann einen Helfershelfer. Wir müssen aber alles vorbereiten. Wie ihr seht, habe ich diesmal das korrekte Outfit an, außer die Kopfbedeckung, die fand ich echt urselig. Und wir gucken mal, ob wir ein bisschen was stürmen können. Also ich habe heute viel vor. Es gibt vor allem eine coole Roomtour. So, ihr allseits Bekloppten und Beliebten. BeliebtInnen. Sorry. Ihr seht, ich habe ein bisschen aufgerüstet, habe überall diese geschützte Fackel hingebaut. War es das wert, weil es das so viel Eisen kostet? Nö, absolut nicht. Aber es ist lustig gewesen. Jetzt ist mein ganzes Gebiet strahlend gelb. So, was ich bemerkt habe, ist folgendes. Ihr könnt dieses kleine Feuerchen da oben, seht ihr es? Flackerndes Feuer. Und wenn ihr das baut, das könnt ihr überall hinsetzen. Wirklich überall. Und das ist übrigens das neue Gebiet. Ja, ich zeige euch da noch ein bisschen mehr. Also hier ist die Spaßstraße. Street of Pain oder irgendwie sowas. Da gehen wir mal gleich noch drauf ein. Auf jeden Fall dieses kleine Feuerchen. Das könnt ihr wirklich überall hinmachen. Ich gehe mal eben in den Creative-Modus, damit ich fliegen kann. Hier, ihr könnt das zum Beispiel hier drauf setzen. Ist bestimmt lustig, wenn ihr das auf irgendwelche höheren Gebäude macht. Weil das ist einfach witzig. Genauso habe ich es hier drauf gemacht. Ich meine, es fliegt ein bisschen, ja, aber ihr könnt es theoretisch draufsetzen. Also da kann man bestimmt auf lange Distanz irgendwelche coolen Effekte mitmachen. Zum Beispiel hier. Ihr könnt andeuten, dass irgendwie nach einer Belagerung euer Haus brennt. Ist es sinnvoll? Nein. Macht es Spaß? Ja. Sinnige Dinge. Genauso wie hier, ein Nachtlicht. Übrigens, der einzige Grund, warum ich mich mit Spinnen anlege, ist, weil ich ein gemütliches Kissen haben wollte. Das braucht nämlich Seide. Und ich habe Betten gelernt, weil ich ein cooles Bett wollte. Und das hier, können wir den Creative-Modus wieder ausmachen. Das hier ist die Handwerkskammer. Wir haben einfach mal alles reingepumpt, was so geht. Hier sind unsere zukünftigen Kisten, die wir nicht ordnen werden. Hier habe ich eine ganze Menge Krams verbaut, weil hier ist jetzt alles voll mit Schleimsuppe. So, wenn man hier hinten rausgeht, dann kommt man zu einer meiner Lieblingsstellen. Und zwar geht es nämlich direkt hier hoch. Und da habt ihr Ärger. Ich frage mich, wie oft die spawnen. Ich glaube, ich habe die jetzt schon, bestimmt 10-mal platt gemacht. Na, guck. Mal wieder einer down. So. Auf jeden Fall zum Aufstellen der Fackeln war ich hier oben. Und hier ist halt alles voll mit Silber. Quatsch, mit Eisen. Und ich bin mir halt einfach nicht sicher, ob wir das abbauen sollen. Es kann sein, dass es nicht mehr nachspawnt. Das müsste, glaube ich, zu nah dran sein. Wir machen das jetzt testweise und bauen das mal ab. Ich habe schon ein bisschen was abgebaut. Aber weil ich weiß, welche Unsummen an Eisen wir brauchen, dachte ich, kann das ja nicht schaden. Sieht gut an der Tatsache, dass die immer wieder nachspawnen und auch anscheinend ziemlich schnell ist. Die droppen auch Kohle. Also haben wir jetzt eine für Stein und eine für Eisen. Weil ich weiß, was wir später an Stein alles brauchen, dachte ich, fange ich jetzt schon mal an mit Brennen, dann wird das später nicht mehr so lange dauern. Ich glaube, ich brauche Orks in diesem Spiel. Ich finde das super. Befeuerte Schmieden, der herkommt. Das wäre schon cool. Hey, wieso bin ich jetzt rausgetappt? Ich wollte nicht raustappen. Meine Güte, so. Das ist das Seil. Weiß nicht, wie schnell das reißt. Wir machen einfach mal zwei. Ich will ja nicht sagen, dass die neue Conan-Version mittlerweile unglaublich laut ist, aber sie ist unglaublich laut. Und ich zeige euch jetzt mal was Cooles, ja? Wenn ihr mal keine Ahnung mehr habt, womit ihr Essen herkriegen könnt, und ihr braucht sehr schnell viel Essen, dann geht ihr einfach zu einem Lagerfeuer. Ihr könnt übrigens auch so ein kleines Lagerfeuer nehmen. Und zwar die Dinger, die man hier craften kann, irgendwo. Da, so ein Ding, könnt ihr auch nehmen. Muss aber ein Lagerfeuer sein und kein Herd. Jetzt macht ihr einfach mal Pflanzenfasern und Samen rein und dann craftet ihr. Und dann kommt Schleimsuppe. Und jetzt seht ihr, nur eins, das gibt's ja nicht, ist ja blöd. Zack, sind 10. Jetzt habt ihr 10 Schleimsuppe. Das bringt überhaupt nichts für euch. Das ist auch nicht wirklich gutes Essen. Aber ich sag mal, es funktioniert. Ihr habt Essen, ihr verhungert nicht und ihr kriegt aus sehr wenig Material sehr viel wieder raus. Im Umkehrschluss ist es vielleicht gar nicht so schlecht. Ein oder maximal ein? Wir nehmen ein, würde ich sagen. Ich habe es schon wieder getan. Das meine ich. Und zwar, dass ich euch total langweilige Sachen mache, wie zum Beispiel, was weiß ich, ich räume Dinge ein oder so. So richtig langweiligen Kram. Ich will gucken, dass ich das irgendwie wegkriege. Also wir haben mehrere Möglichkeiten, wo wir Leute herkriegen können. Einmal da vorne zwischen den Felsen. Oder da. Auf jeden Fall hier zwischen den Felsen und die Pumpernickel hier oben. Boah, ohne Scheiß, das sieht aus wie so eine Elfentür, oder? Ja, da. Oder da? Das ist nur ein Kämpfer 1. Also ein bisschen Niveau will ich schon haben zum Starten. Zu den Greek? Du gehst zu den Griechen? Okay, grüß mal. Wusste gar nicht, dass es die in dieser Epoche schon gibt. Bogenschütze 3. Den nehmen wir. Oh, wir könnten finishen. Am Anfang ist das doch so schön. Ihr macht doch Schaden. Und komm. Jetzt Schlag. Ich weiß nicht, wieso er sich nicht bewegt hat, aber ich finde es klasse. Jetzt haben wir einen Dafari-Bogenschützen. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Wobei, man muss sagen, ich hätte eigentlich lieber einen Nahkämpfer gehabt. Ganz, ganz ehrlich. Ist aber in dem Fall nicht so schlimm. Lieber irgendjemanden haben, als überhaupt niemanden haben. Und man darf sogar hier in die erste rein. Gucken wir mal, wie lange dauert das? Sieht man irgendwas? Ich vergesse immer die Zeiten, wisst ihr? Ach, guck, es geht voran. Das wollte ich doch nur sehen, ob es überhaupt vorangeht. Guck mal, wenn man die Geschwindigkeit erhöht, das sieht schon sehr lustig aus, finde ich. Also hier, jetzt seht ihr erstmal, wie es aussieht.
Cool, oder? Mit dem ganzen Gelb. Ey, seit dieser wilden Jagd, Hand, whatever, Fingy hier, bin ich immer gespannt. Ich weiß nie, ob mich diese Nacht was angreift oder nicht. Das macht's auch irgendwie cool. Also ich laufe abends eigentlich nur noch mit gezückten Waffen rum. Man weiß nie, ob dieses Vieh spawnt und einen angreift. Ich weiß auch nicht, ob es dafür Dunkelheit benötigt, weil hier ist definitiv keine Dunkelheit mehr. Endlich sieht man mal, was man tut, auch nachts. Und das bin ich so nicht gewohnt. Ich arbeite selten mit Leuchtgeräten. Leuchtgeräte. So nannte er dann einst die Fackeln. Genial. Alrighty. Wenn wir nicht angriffen, kann ich mittlerweile schlafen? Bist du alleine am Servern? Das war doch irgendwie cool, oder? Stiegisches Bett. Ist nur ein Spawnpunkt. Spawnpunkt ist das. Kann ich auf den Kissen schlafen? Nein. Und Kissen sind auch kein Spawnpunkt. Hier noch eine Gerberwerkbank? Haha, dang it. Wieso habe ich die denn nicht auch hier einfach reingestellt? Und ich baue einfach mal eine neue. Ist egal, jetzt ist das Haus nicht so leer. Steko. Aber wir müssen auch irgendwas machen, ne? Sonst wird es langweilig. Wir kennen das alle. Die berühmten Abenteuer von Ich renne durch die Wüste. Und das gibt natürlich auch Stufe. Das ist ja auch eine wichtige Sache. Hey, unser erster Boss. Dang it. Ist härter als ich dachte. Selbst mit unserem Fallkatar. Jetzt muss ich es abbauen, ne? Sonst ist es blöd. Na gut, das macht man ja auch nicht. Ich meine, man sollte niemals ein Tier jagen und dann einfach so verrotten lassen. Das ist doch ein Unding. Wer sowas macht, der hat doch den Schuss nicht mehr gehört. Kudokopf. Ein Boss. Und diesmal tatsächlich. Oh, ohne Scheiß. Und er könnte tatsächlich unser Ende bedeuten. Oh oh, ich bin tot. Ohne Scheiß. Besiegt von einer Hyäne. Boah, das darf doch keiner wissen. Und ich nehm's auf. Freaking hell. Du wurdest von dämonischer Hyäne getötet. Ist schön, dass sie das Dämonische wenigstens noch dran schreiben, damit stärker wirkt. Die Sonne hat aber auch geblendet. Also das muss man ja fairerweise dabei sagen. Es war jetzt am helllichten Tag, ne? Und also ich fand schon, dass die Sonne ziemlich geblendet hat, während sie hinter uns stand. Verdammt, dann der Schatten. Der Schatten hat auch geblendet. Ja, ich war noch geschwächt von dem Kampf mit dem Kudo. Ich meine, es war schon ziemlich heavy Fight, also. Oh, jetzt ist sie nicht mehr dämonisch. Nimm das nicht, dämonisches Vieh. Was sind diese blöde Boss-Hyäne, die mich umgenietet hat? Irgendeiner von euch dämonisch? Ich finde schön, dass Hyänen sich selber stunnen. Nach dem ersten Angriff sind sie nämlich so temporär gestunnt. Ein guter Moment, sie umzunieten. Ich dachte, später kommen wir zurück. Das habe ich schon mal gemacht. Ich habe mal eine Revenge-Tour gemacht, als ich Stufe 60 geworden bin. Das allererste Mal in diesem Spiel. Du bist die Boss. Das Boss-Ding, oder? Nein, wieder nicht. Da bin ich zu allen Orten gegangen, wo ich früher mal gestorben bin und habe jeden Gegner, der mich einmal umgenietet hat, umgenietet. Das war dann meine Revenge-Tour. Das war nicht witzig damals. Sorry. Ist auch blöd, dass ich nur einen transportieren kann. Also müssen die Person jetzt hier liegen lassen. Ich hoffe, sie bleibt auch liegen. Je nachdem, wie die Standardbekehrungszeit ist, könnte das nämlich problematisch werden. Heute haben wir eine Schmiedeschürze. Awesome. Neues Outfit. Ich wollte gerade sagen, bringen wir unsere Beute doch mal nach Hause. Aber da hier nichts mehr liegt, vermute ich, lasst uns das doch mal ganz kurz prüfen. Sie ist durch die Grafik gefallen, schätze ich jetzt einfach mal. Ich weiß nicht, ob wir unten manchmal trifft man hier unten so ab der Wassergrenze noch auf Leute. Kann jetzt auch sein, aber meistens sind sie weg. Gibt allerdings noch einen Trick, wenn man sie unter der Map nicht findet. Dann geht man mal ganz kurz quasi aus dem Frame und rennt dann wieder rein. Funktioniert nicht immer, funktioniert auch nicht bei allen Sachen, aber hin und wieder funktioniert es. Und ich würde sagen, uns reicht es ja, wenn es ein einziges Mal funktioniert. Hey, da liegt sie wieder, seht ihr? Problem, jetzt sind auch alle anderen wieder gespawnt. Komm schon, Koch 2. Nein, immer noch Koch 1. Ja, so kann man das natürlich auch handhaben. Also wir nehmen natürlich die bewusstlose Köchin, ziehen sie vielleicht nicht durch das Hyänengebiet und gehen diesmal hier oben her. Denn wir gehen nicht über los, ziehen keine 2000 Mark ein und ich würde sagen, auch nichts anderes im besten Fall. Das ist ja nicht mal Körperspannung. Selbst wenn sie physikalisch eigentlich mit den Füßen bei mir sein müsste, nein, sie weigert sich. So leicht gibt sie nicht auf. Ihr Geist ist nicht gebrochen. Sie hält die Körperspannung so gut aufrecht, dass sie mit dem Kopf zuerst gezogen wird. Realistischerweise. Nun ja, wir waren heute nicht da, wo ich hin wollte, aber wir waren. Mehr kommt einem Satz jetzt nicht. Ihr braucht nicht warten. Also meiner hat 0, der hier hat 6. Ich würde sagen, dieser hier ist besser. Sieht er, obwohl, sieht das gerade scheiße aus. Nee, eigentlich gar nicht, ne? Mit den Cat Eyes oder diesen Smoke, ja, ist das ganz schön verrucht. Ey, das lassen wir. Das ist ziemlich scharf, doch. Also das lassen wir auf jeden Fall, doch. Den nehmen wir so. Halt zumindest ein bisschen Rüstung. Wenn auch nur 6. Also wir haben nicht viel geschafft, außer eine Lederschürze zu finden, was ich total wichtig finde, für später. Aber hat auch Spaß gemacht. Was sagt ihr? Könnt ihr mir in die Kommentare schreiben, ne? Ich gucke jetzt mal, dass wir hier so ein bisschen unsere Grundstatuetten auf die Reihe kriegen. Ich muss gerade
voll erschreckt. Ich dachte gerade, was ist das denn, ey? Aber so wie das aussieht, klappt das. Der Gerber-Tisch, der coolste Tisch im ganzen Spiel übrigens. Ihr braucht keinerlei Sachen da drinne. Schmeißt einfach rein, was dahin gehört und fertig ist. Ihr braucht keinen Treibstoff oder irgendwas. Also total cool. Ey, bei ihm drauf gucken vergesse ich gerade die ganze Zeit, was ich machen will. Was ist denn das für ein Blödsinn? Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin, Valado Heris, euer Wolf.